so und Basil. Basil, hör auf zu schubsen. Aykut. Hallo, ich bin Basil. Mein Name ist Aykut Afci, ich bin 15 Jahre alt, in Berlin geboren. Zurzeit bin ich Schüler der Johanna-Eck-Schule. Ich heiße Linda Tonika, ich komme aus der 10.1 und bin 16 Jahre alt und bin in Cottbus geboren. Ich bin Basil, ich komme aus Syrien, ich bin 16 Jahre alt, ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Ich gehe in die 10. Klasse. Wir haben eine große Gruppe an Streitschlichtern, an Schülern, die eine Mediatorenausbildung durchlaufen haben und die auch in den Pausen die Lehrer mit unterstützen. Also ja, das sind halt die Eigenschaften des Guardian Angels. Das sind halt die Schüler, die dann diese Engel hier an unserer Schule tragen. Genau. Und die Aufgaben der Guardian Angels sind für ein gutes Klima sorgen, Aussichten machen, Streit schlichten, Klassengemeinschaft stärken, Schwächeren helfen, gute Stimmung verbreiten. Bei uns geht es halt nicht darum, jetzt einen Schuldigen zu finden, sondern eine Lösung. Wir sagen auch immer, wir sind Schlichter und keine Richter. Das ist unser Motto halt. Klassen in Berlin, in denen Schüler zunächst einmal Deutsch lernen, die aus dem Ausland zuziehen. Und das können Schüler sein, die als Flüchtlinge jetzt ankommen, aber das sind eben nicht nur Flüchtlingskinder, sondern auch Kinder, die hierher kommen, weil die Eltern jetzt hier ihre Arbeit suchen oder neue Arbeit suchen oder weil ein Elternteil einen Deutschen oder eine Deutsche heiratet, sodass dann der Familiennachzug stattfindet. Und das Ziel ist, sie hier bei uns in eine Regelklasse zu integrieren. Für meine Eltern am Anfang war es sehr schwierig. Also wir haben uns wie ein Paradies vorgestellt, weil die Leute haben so viel darüber erzählt. Sie sagten, die Straßen sind so sauber, dass man schlafen kann. Beispiel. Und wir sind gekommen und wir waren in Altötting-Stadt und das war richtig komisch für uns, also sowas zu erleben. Und zum Beispiel meine Mutter meinte, wir sollten vielleicht lieber zurückgehen, jetzt ist es besser. Aber wir haben gewartet und dann nach 5 Tagen sind wir nach Berlin umgezogen und da war besser für uns. Oh my God. Oh shit. Viele von meinen Freunden sind auch nach Europa gekommen, alle, fast alle geflüchtet. Manche sind auch gestorben. Also ich finde es gut auf jeden Fall, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, dass sie auch jetzt an deutschen Schulen gehen können und dürfen und dass wir denen das auch ermöglichen können, finde ich auf jeden Fall gut, so im Gegensatz zu anderen Ländern. Ja, wie lernt man neuen Menschen kennen? Ja, es ist ganz einfach, sage ich jetzt mal, man redet mit ihm, fragt, ja, wie geht's dir, woher kommst du so, was sind deine Hobbys, man entwickelt halt normale Gespräche. Ja, und dann merkt man halt, okay, die Person ist mir sympathisch, mit der befreunde ich mich halt und ja, es ist halt so.